Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier bei Kerl und Kopf. Ja, wir machen weiter mit Tutorial heute. Wir haben noch einiges vor. Als erstes beginnen wir gleich mal mit nächsten Tutorial. Spielmenü Bedienung. Ja, der Regen ist nicht gut, aber Programm ist zu Ende. Ja, wir laden noch ein bisschen. Laden geht relativ schnell, geht ja einigermaßen. In diesem Tutorial wirst du das Spielmenü und seine Funktionen kennenlernen. Die Menüs bieten nicht nur eine Sicht über deine Fahrzeuge, Tiere und Angestellten, Tankinhalte oder Marktpreise, sondern sind auch eine mögliche Anlaufstelle für Kauf und Verkauf. So, F1. Du hast das Fahrzeugmenü geöffnet. Dieses bietet dir zum einen eine Übersicht über deine verfügbaren Maschinen beim Händler. Zum anderen kannst du deinen Fuhrpark verwalten. In dieser Händleransicht kannst du Fahrzeugangebote kaufen oder über eine Zeit mieten. Die Mieten hat sich auch schon. So, Traktor hat er gesagt, ja. Name, Motorleistung, 95 PS, Tierrichtung. Wähle den Axion 940 aus. Oh, kaufen. Ich darf kaufen. Genug Geld. Klick auf Fuhrpark. Wähle den Axion aus. Nö. Verkaufen. Und verkaufen. Das war ja, dafür kann man eine Runde fahren, ne? So, was kommt hier? Nächstes Menü ist Tiere. Da haben wir, unsere Tiere haben Namen. Karl, Heinz Karl, Heinz Gerd, Perry, oder wie heißt er hier? Bestand. Wähle das Tier aus. Das ist aber wenig Geld für. Also ein junges Tier. Stall 10 habe ich auch. Geschlecht männlich. So, was haben wir hier? Klick mal auf Tab Mitarbeiter. Im rechten Bereich findest du zahlreiche Informationen zum Tier, Alter, Gewicht und Stall. Genauere Informationen zu den Funktionen gibt es Tutorial Tiertransport. Das haben wir noch nicht. Was machen wir? Klick auf Tab Mitarbeiter. Alexander Gerlach. Da haben wir also schöne Kinder. Das sind Bauern. Mal die Haare schneiden, Junge. So, okay. 1218. Brutto, netto. Das ist nicht viel, ne? So, habe ich angeklickt. Anstellen. Ah, komm, neue. Wechsel in den Mitarbeiterbereich. No, anklicken, ne? Entlassen, er wird sich ja freuen. Aber gut, das haben wir mitgelernt, ne? So, was haben wir jetzt? Finanzen mit aussehen, ne? So, Bank. Ja, Bank ist gut. Neuer Kredit. Ach ja, 30.000, 3 Monate. Kreditzins 15, 5%. Boah. Gebühren, Kreditgebühren. Boah. Monatliche Rate 10.000. Boah. Gesamtbetrag.
Nimm einen Kredit auf, ja. Ungern. Neuer Kredit. Kredit tilgen. Bin gern schuldenfrei. Hätte auch mehr eingeben können, ne? So, fertig. So, jetzt gehen wir zum Tank und Händler. In dieser Übersicht siehst du alle deine Bestände und die aktuellen Preise der Händler auf der Karte. Auf der linken Seite werden deine Lager angezeigt, während die rechte Seite die verschiedenen Händler zeigt. Mhm. Aha. Futtertruck. Aha. Wechsle ins Planungsmenü. Auf Kalender. Der Kalender zeigt dir das Wetter der nächsten Tage und du verplant schon deine Mitarbeiter an. Aha, okay. Klicke auf Tab Felder. Hier findest du deine Übersicht der Felder, die du kaufen kannst. Manche sind aber auch noch nicht verfügbar. Warum nicht? Hier siehst du alle Informationen zu dem Feld, den Kaufpreis, die aktuellen Zustände und Bodengegebenheiten, sowie welche Frucht gepflanzt ist. Felder in deinem Besitz befinden sich im Bereich im Besitz. Hier werden alle Felder aufgelistet, die sich in deinem Besitz befinden. Du kannst deine Flächen über dieses Menü überwachen und auch wieder verkaufen. Wechsel in den Achievements-Bereich. Was auch mal sein soll, ne? Ich habe XP 30. Ein Fahrzeug. 9 Tiere. War auch die gekriegt. Schließe das Menü. Bin gerade gelaufen, so viel. Also, das ist schon mal. Mein Teil 2, glaube ich. Beende das Tutorial. Und das war's. Einige Menüs noch einmal an Tutorials und Teil erklärt. Abschließen. Mir raucht der Kopf. Ist ja schon mal die Schule. So, abgeschlossen. Toll abgeschlossen. Ja, machen gleich mal Scheibenecke. Nützt ja auch nichts, ne? Und da ziehen wir jetzt durch. Jetzt haben wir Uhrzeit. Ja, beginnen wir gleich mit nächstes Tutorial, Scheibenecke. Das ist ja jetzt wurscht, das ziehen wir durch. Hier werden wir mit Dynamit kommen, Boden bearbeiten hier. Felsen wegkriegen hier. Vier. Ja, nicht wundern, ich ziehe jetzt die Woche mal durch. Ich mache meistens Folgen mehrere ein Stück fertig. Das ist zeitlich für mich besser und dadurch. Ne? Steige in den Glas, zahlen 530 ein. So, Hängeding, Rebell 410 an. Der Köckerling, ja. Katze macht nur Miau. Bisschen mehr mit Gas spielen und Lenkung. Ist nicht ganz so einfach.
Hängeding, Rebell an. Dann mach mal kurz. Ja, da kommen die an, ne? Die Kuh. Gut. Kuppern und Flügen sind die meisten der Erstschritte einer Feldbearbeitung. Das Feld muss für die Saat vorbereitet werden, indem es umgeworfen und aufgelockert wird. Fahre zu Feld 15. Ja, Lenkung geht nicht. Aber er will ja schalten, ne? Ich probiere mal was aus mit Lenkung an, ausschalten. Manchmal wird das Wunder. Ich probiere einfach mal aus. Na, das klappt nicht. So, fahre zu Feld Nummer 15. Muss ich mir irgendwann mal Richtung kümmern. Aber offline. Weil wir das erste Fahrzeug haben, können wir mal, kann ich mal machen. Ah, das Feld kennen wir doch schon, ne? Das machen wir gleich zur großen Wiese nachher. Das ist ein kleines Feld hier. Da sollen wir uns hinstellen. Klappe den Köckerling aus. Senke das Gerät. Brutal. Guck mal, die erste Bahn. Das haben wir schon mal gemacht, ne? T. Das machen wir selber. Wir lenken mal selber. Jo. Schalbeck nutzen gewölbte Teller, um die Erde in der obersten Schicht aufzulockern. Dabei zerschneiden die Teller die Erde und werden sie aber tick ähnlich wie ein Flug, nur flacher. Dadurch wird die Erde gemischt und gleichzeitig aufgelockert. Um ein gutes Saatbett zu erreichen, zusätzlich werden Erdrückstände zerkleinert und in den Boden zurückgeführt. So. Wenden. Ich meine, das haben wir noch schon ähnlich gemacht, ne? Wenden auf die zweite Bahn. Machen wir gleich. Senke die Ecke. Kuppe die zweite Bahn. B. Das geht nicht. Und T. Also wo er allein lenkt. Da haben sie mal gelernt, ne? Ja, zweite Bahn wenden, ne? Oder Gruppe, ne? Die Bodentextur ist ja auch nett. Was kommt jetzt? Gruppe, die zweite Bahn, ein Restprinzip. So, bereit für die Bremsung, für Gas wegnehmen. Das alles, was du zum Scheibenecken wissen muss.
Du kannst weitermachen und das Feld zu Ende rüber, oder den du das Besprengen klickst. Besprengen, wo ist das? So, nächste Ding ist fertig. So, liebe Schauer, das soll dann auch für heute gewesen sein. Ich sag mal tschüss und ciao. Jo. Hoffe, es hat Spaß gemacht. Habt ihr Fragen, Anregungen, Tipps? Immer rein in die Kommentare, dafür ist es da. Dann seid mal noch einen schönen Tag und tschüss. Jo, morgen geht's hier weiter mit Distortorial. Tschüss.